ist der Ton jetzt zu hören? Nochmal. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Salam ala Rasulillah. Wir haben darüber geredet in der Geschichte Umars radiallahu an, wie er Persien besiegt hat. Und das ging dann natürlich weiter in dieses asiatische Gebiet, ja, das heißt Khurasan, heutiges Iran, Afghanistan, diese Gegenden wurden zur Zeit von Umar eingenommen, weil das persische Reich zerfallen ist. Und das zweite Besondere zur Zeit von Umar radiallahu an war dann seine Kriegszüge gegen die Römer, was auch manchmal gleichzeitig geschehen ist. Also einige Schlachten waren gleichzeitig, also gegen die Perser und gegen die Römer. Und das zeigt, wie gewaltig diese Armee war, die muslimische Armee, gleich mal so nebenbei zwei Großmächte anzugreifen, beziehungsweise richtig formuliert abzuwehren. Ja, weil das hatten wir ja erwähnt, also Umar radiallahu an oder auch Abu Bakr vorher radiallahu an, die sind ja nicht einfach so drauf los hin und haben gesagt, so jetzt greifen wir sie mal an, sondern die Perser haben sich formiert, die Römer haben sich formiert und wollten diesen neuen Staat, ja, von den Muslimen, wollten sie vernichten. Aber da die Muslime nun stärker waren, haben sie auch Land gewonnen. Das heißt, das islamische Reich hat sich nicht verbreitet aufgrund der Ungerechtigkeit der Muslime, sondern weil die Muslime eben sich gewehrt haben, und sie waren halt die Stärkeren. Und dann haben sie eben immer mehr Gebiete eingenommen. Und so war es auch bei den Kriegszügen gegen die Römer, die Ostflanke Roms, ja, Ostrom. Das Römische Reich war ja ein Riesenreich. Ja, Europa, Nordafrika, ja, und auch, dann auch Großsyrien gehörte denen. Und der Kaiser war Herakl, also wird genannt Herakleios, Herakl. Und er hat natürlich mitbekommen, wir haben ja die Schlacht von Jarmuk durchgenommen, diese gewaltige Schlacht, die die Römer regelrecht vernichtet hat. Die Historiker, die muslimischen Historiker sind sich jetzt nicht einig von der Chronologie. Das, was wir jetzt besprechen werden an Einnahmen von Damaskus, also Dimaschk, Hems, Halab, diese syrischen Städte, Gebiete, war das vor Jarmuk oder nach Jarmuk? Ja, da gibt es einige, die sagen, das war vor Jarmuk, also vor der Schlacht. Und das letzte war Jarmuk und da hat der Kaiser gesagt, okay, Ascham, ich verlasse dich auf Nimmerwiedersehen, sagte er. Dass er es gesagt hat, stimmt, aber wann hat er es gesagt? Hat er das gesagt nach Jarmuk? Also war Jarmuk die letzte Schlacht oder war Jarmuk einer der ersten Kriegszüge und dann kamen die anderen Kriegszüge, in denen Damaskus eingenommen wurde? Wie dem auch sei, das ist jetzt nicht so wild, ja, wie dem auch sei, die Schlacht gab es natürlich. Und wir beschäftigen uns jetzt noch mit den anderen Gebieten. Was ist geschehen, dass die Römer sich zurückgezogen haben? Noch einmal, wir reden hier über das größte Reich überhaupt zur damaligen Zeit. Und vielleicht für Jahrhunderte. Das Römische Reich war jahrhundertelang eines der größten Reiche überhaupt, neben dem Persischen. Also der Kaiser schickte eine Armee nach Damaskus. Er wollte die Muslime angreifen. Er kann das ja nicht so stehen lassen. Ja, das heißt, er wollte die Muslime angreifen, also schickte er eine Armee. Und wir haben ja immer gesagt, die Römer, die kommen dann zu 100.000. Ja, die kommen ja nicht so mit 10.000, 20.000 Mann. Die kommen dann zu 100.000 Mann. Und wollen die Muslime angreifen und die Muslime selbst haben aber nicht diese Anzahl an Soldaten. Oder vielleicht sogar über 100.000. Ja.
Er schickte also eine, er schickte zwei Armeen, teilte, also er schickte zwei Armeen, einmal nach Damaskus, Dimaschk, und einmal ein Gebiet namens Fihl. Und zu dieser Zeit war der Kommandeur, der oberste Kommandeur der Muslime, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anhu. Nochmal ganz zurück zur Zeit von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, war der oberste Kommandeur wer? Khalid ibn al-Walid. Dann kam Umar an die Macht radiallahu anhu und er hat Khalid abgesetzt. Warum? Er sagte, weil die Menschen ihn zu sehr als Grund für den Sieg ansehen. Also er befürchtete, dass die Leute denken, wenn Khalid lebt, gewinnen wir, wenn er nicht mehr da ist, gewinnen wir nicht mehr. Und das wollte er eben unter was? Unterbinden. Genau. Ja, unterbinden, ja, dass die Herzen an Khalid hängen, anstatt dass sie an Allah hängen. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, Umar radiallahu an setzte ihn ab. Er war immer noch ein Krieger, aber er war nicht der oberste General, sondern der oberste General war nun Abu Ubaidah radiallahu an, einer der gewaltigsten Sahaba radiallahu an. So, jetzt hast du die römische Armee, eine Riesenarmee, und zwar an zwei Orten. Was machen wir jetzt? Also schickte Abu Ubaidah einen Brief an Umar radiallahu an. Nur das, liebe Geschwister, dieser Postverkehr ist schon eine gewaltige Angelegenheit. Es ist Krieg, es muss schnell gehen und war ja nicht DHL und so, ja, sondern das waren dann Reiter, die sind dann gerannt, was das Zeug hält, ja, mehrere hunderte Kilometer, damit der Brief so schnell wie möglich ankommt. Und dann wieder zurück. Das heißt, das war eine riesen logistische Leistung, die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Noch einmal nicht vergessen, hier im Irak brennt es, ja, also gegen die Perser, im Nahen Osten brennt es, gegen die Römer. Und überall sind diese Boten, die diese Briefe hin und her bringen. Umar radiallahu an sagte zu Abu Ubaidah radiallahu an, Damaskus ist dein Hauptziel, aber schicke zum Gebiet Al-Fihl auch eine Kompanie, aber nicht so viel. Beschäftige sie, warum? Ja, damit sie, diese Leute, nicht auch nach Damaskus kommen. Also diese Kompanie, diese Truppe, die soll daran hindern, dass diese Menschen auch, diese Krieger auch nach Damaskus gehen. Dann hast du immerhin nur einen Teil der Armee des Kaisers und nicht die ganze Armee. Dann sagte er aber, Umar radiallahu anhu, Umar war ein Genie. Und noch einmal, ihr müsst euch mal vorstellen, da gab es noch keine Satelliten. Und es gab keine Telekommunikationssysteme. Und Umar radiallahu anhu sitzt da in Medina und organisiert hier zwei Kriege gegen die größten Mächte der Welt. Wie funktioniert sowas? Der sitzt da mitten in der Wüste, sitzt der. Gut, ein paar Palmen in Medina, ja. Und er redet, ja, Khalid, du gehst mal hier, Abu Ubaidah, du gehst mal dahin, das Römische Reich kommt hier, das Persische Reich kommt hier. Und immer in Minderheit. Als in einigen Schlachten Abu Ubaidah radiallahu anhu, als er die Römer gesehen hat, hey Junge, das ist ja eine Flut an Soldaten, 100.000. Und dann schickte er auch einen Brief an Umar radiallahu anhu, guck mal, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Muslime werden hier getötet oder die Muslime werden so dermaßen erniedrigt, dass sie den Islam gar nicht mehr leben können. Also wenn die Römer die Oberhand bekommen, dann gute Nacht, die Römer werden die Muslime nicht als Muslime leben lassen. Im Gegensatz zu den Muslimen, wie wir sehen werden, die haben die Christen als Christen leben lassen.
Das heißt, er hat ihm gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also wenn wir keinen Nachschub an Männern bekommen, Nummer eins, die bringen uns alle um. Nummer zwei, die werden uns nicht als Muslime leben lassen. Da schickte er ihm ein wenig Nachschub. Der hatte keine, nicht mehr. Und er sagte, aber das ist das, diese Worte, dieser Glaube. Er sagte, Überhand oder die Oberhand hat derjenige, mit dem Allah ist. Mit dem Allah ist und nicht die Anzahl der Leute. Er sagt ihnen, seid gottesfürchtig, fürchtet ihr nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch auch unterstützen. Auf jeden Fall Umar radiallahu anh sagte zusätzlich, ihr sollt zwischen der Stadt Hims, syrische Stadt, und Ascham auch noch eine Truppe aufstellen, damit diese Leute nicht auch die Römer unterstützen. Und auch zwischen Philistin und Ascham, also Dimashq meine ich, soll auch eine Truppe sein. Das heißt, was wollte er? Er wollte den Nachschub kappen. Das heißt, Konzentration auf Dimashq und die anderen Plätze, da soll dieser Nachschub an Soldaten oder an irgendetwas anderem verhindert werden. Also ging Abu Ubaida radiallahu an mit seiner Armee nach Dimashq. Es waren 30.000 und die Römer waren um die 100.000. Was haben nun die Römer gemacht in Dimashq? Die haben sich verschanzt. Also die Städte früher hatten ja immer Mauern. War keine eine Stadt einfach so frei. Die Städte hatten immer Stadtmauern. Eine Art Festung. Das heißt, du kannst nicht einfach rein. Da gibt es ein Tor, das kann man dicht machen. Die Soldaten sind wohin? Sind in die Festung. Warum? Die wollten nicht kämpfen. Warum? Hallo. Das sind die Muslime, die gerade auf uns zugehen. Und deswegen wollten sie erst einmal, wie in mehreren Schlachten schon versucht, erst einmal sie strapazieren. Kommt ihr und macht mal eure Lager vor der Stadt und verbraucht mal euer Essen, Trinken, Proviant und so weiter und so fort. Und wenn ihr kaputt seid, dann können wir gerne kämpfen. Das war die angebliche Taktik. Also das war die Taktik der Römer. Lass sie erst mal da sein. Und dann lass sie erstmal mehrere Tage, über einen Monat da erstmal campen. Und wenn die nichts mehr haben, dann greifen wir an. In der Armee war Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Und Khalid ibn al-Walid, das ist so der Speer, der Scharfschütze, der schaut sich an, wo ist eine Lücke. Das kennen wir ja schon aus Rasurat Uhud. Bevor er Muslim gewesen ist, der war schon immer so, der hat seine Truppe, der wartet erstmal. Die anderen kämpfen, der wartet, der guckt, okay, wie sieht's aus, aha, da ist die Lücke, zack, greift er dort an. Also hat er gewartet, das ist eine Mauer, was willst du da machen? Auf einmal eines Abends hört er, wie die Leute fröhlich und sind und feiern und so weiter und so fort. Und dann hat man, ja, das ist dann der Geheimdienst, ja, den gab es ja schon immer, ja, das heißt diese Speer und so weiter, hat man herausgefunden, der Anführer dort, ja, Allahu a'lam, wie man den genannt hat, Fürst, Kaiser, Bischof, irgendein Muhim, der Anführer dort, der hat einen Sohn bekommen und jetzt gibt es Party. Und wenn es Party bei denen gibt, geht das natürlich ohne Wein. Hat Khalid gesagt, alles klar. Heute Abend, weil wenn die trinken, dann war es das. Das wusste er. Also wenn die Leute sich voll trinken, dann ist das ein leichtes. Also nahm er eine klitzekleine Gruppe. Mit ihm war noch ein Held. Einmal dürft ihr raten. Al-Qa'qa. Wie immer, radiallahu anhu. Auf jeden Fall, was haben die jetzt getan?
Die haben dann Schnüre zusammengebunden zu so einer Art Leiter. Kennt ihr diese? Schon mal im Spielplatz gespielt? Diese Seil, wie nennt man das? Seilleiter-Dingens da. Ihr wisst, was ich meine? So. Und dann eben wollten sie auf die Mauer werfen und das ging jetzt nicht so, dass die hatten ja nicht die Mittel wie heute, ja, so eine Pistole, psch, zack, und da so ein Haken, ja, wie in diesen Filmen, sondern sie mussten es öfters versuchen, die anderen waren ja nicht da, also die waren ja alle am Feiern. Und dann ist Khalid selbst, radiallahu anh, hinaufgestiegen und Al-Qa'qa auf die Mauern. Wie viele waren noch mal hinter der Mauer? 100.000, Junge, da waren 100.000 Soldaten. Und wenn die besoffen sind, die müssen ja nur mit den Schwertern so rumfuchteln und das reicht schon aus, ist lebensgefährlich. Aber Khalid ibn al-Walid hat gesagt, wir können doch nicht so weiter jetzt bleiben, ohne was zu tun. Also ist er hinaufgestiegen und hat die paar Krieger, die noch bei Sinn waren, besiegt. Er und Al-Qa'qa, haben wir ja gesagt, er hat ja 30 Mann schon mal fertig gemacht in einer Schlacht und gesagt, so es reicht, jetzt fängt der Krieg mal an. Das heißt, das waren Kämpfer. Auf jeden Fall, und dann haben sie die Toren aufgemacht und seine Truppe ist in Dimeschk eingetreten. Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, als diese Festung, ja, diese Mauer, umgeben wurde von den Muslimen, die muslimische Armee hat sich aufgeteilt, eine Nordflanke und eine Südflanke. Das heißt, vom Norden kam Khalid, radiallahu an, und vom Süden Abu Ubaida. Abu Ubaida hat nicht mitbekommen, was Khalid gerade macht. Der war ja mit sich selbst beschäftigt, gucken, ob irgendwas los ist, greift der Feind jetzt an. Und Khalid, radiallahu an, war beschäftigt jetzt mit dem Eindringen in diese Festung. Als dieser Anführer der Römer das mitbekommen hat, da geht ja eine Truppe rein, ist er sofort, also nicht persönlich, aber er hat Kontakt aufgenommen mit Abu Ubaida, hat gesagt, wir wollen Frieden, ein Friedensvertrag. Abu Ubaida hat gesagt, alles klar. Und Khalid ist was gerade am Machen? Er kämpft gerade, weil die anderen Soldaten, die wollen ihn ja bekämpfen jetzt, er hat gestürmt. Mitten angekommen, sieht er, was ist denn hier los? Abu Ubaida ist ja auch da. Ja, die haben uns die Tore aufgemacht und haben gesagt, die wollen Frieden. Was für ein Frieden, ich bin hier rein. Die wollten keinen Frieden. Erst als ich eingedrungen bin hier mit meiner Armee, wollten die den Frieden. Da war jetzt die Frage, was ist das Urteil jetzt? Ist Damaskus jetzt eine Stätte, die betrachtet wird als Kriegsgefangene? Oder sind das jetzt Menschen, mit denen wir ein Abkommen haben? Was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, wenn wir ein Abkommen haben, dann nehmen wir von denen nichts. Es gibt keine Kriegsbeute. Wir haben ein Abkommen, die bleiben da, sind keine Kriegsgefangenen, werden nicht als Krieg. Die haben ja uns nicht angegriffen, sondern einen Friedensvertrag gemacht. Also schickten sie einen Brief an wen? An Umar radiallahu anhu. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir sie ansehen als Kriegsgefangene oder als Abkommens, was? Beteiligte oder? Umar radiallahu anhu hat was gesagt? Was denkt ihr? Bitte? Umar ist streng, ne? Radiallahu anhu. Ganz im Gegenteil, er sagte nein. Sie wollen diesen Friedensvertrag, den geben wir ihnen. Das bedeutet, bitteschön, bleibt dort, lebt, all euer Besitz bleibt bei euch, wir machen euch gar nichts. Aber ihr bezahlt was? Die Jizya. Die Jizya ist was? Diese Steuer an den Staat. Das haben wir schon mal erwähnt. Was macht man mit der Jizya? Das islamische Land, die islamische Regierung, was macht das mit der Jizya? Das fließt in die Armee rein, um die Nicht-Muslime zu beschützen. Weil die Nicht-Muslime kämpfen ja nicht mit in der muslimischen Armee. Also hat er ihnen gesagt, nein, wir wollen denen zeigen, wir Muslime, wir sind hier nicht da, um die Leute irgendwie zu töten,
zu erniedrigen. Wir sind da, um zum Islam aufzurufen, um uns zu verteidigen. Also hat Damaskus aufgegeben und ist den Friedensvertrag eingegangen mit den Muslimen. Danach ging es weiter, und zwar, wie gesagt, der Kaiser, der hat das ja auch mitbekommen, Heraklios, und der will natürlich weiter angreifen. Das war jetzt eine Niederlage von vielen, aber er sagte, nein, es geht jetzt weiter. Als Dimaschk eingenommen wurde, wurde ein Anführer dort hingestellt, und das war Yazid ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu. Also er war der Vertreter Umars, radiallahu anhu, in Damaskus, also in Dimaschk. Und Abu Ubaida ging jetzt weiter wohin? Zur anderen Truppe, Fihl. Ja, ich hatte gesagt, Umar, radiallahu anhu, sagte, schick denen mal eine kleinere Truppe, die sollen sie mal beschäftigen. So, jetzt war er fertig, also was macht er jetzt? Jetzt geht er zur nächsten Truppe, zu diesen Leuten in Fihl, um sie zu bekämpfen. Diese Leute, da sagte Umar radiallahu an, aber passt auf, wer waren diese Leute? Das waren die Leute, die verloren haben in Yarmouk. In der Schlacht von Yarmouk, die verloren haben. Die haben sich dort zusammen, die haben sich dort niedergelassen. Weil, guckt mal, ihr müsst euch vorstellen, das Römische Reich schickt ja mehrere Armeen. Okay? Diese Armee dorthin und diese Armee dorthin. Wenn die Armee fertig ist, also entweder gewonnen oder verloren hat, dann wartet diese Armee auf die nächsten Befehle. Ja, die warteten jetzt dort. Die haben verloren, jetzt wartet erstmal dort. Also bilden sie immer noch eine Gefahr. Also ging Abu Ubaida zu ihnen. Was haben diese Leute gemacht, die Römer? Sie haben ein paar so eine Art wie Staudämme, also jetzt nicht diese riesen Dinger, ja, sondern damit man bewässert, haben sie losgelassen, also freigelassen, damit diese Erde matschig wird, schlammig wird. Warum? Ja, weil dann kannst du nicht mehr richtig laufen. Das heißt, ihre Seite war noch in Ordnung, ja, also nicht so matschig, aber die Seite, wo die Muslime jetzt herkommen werden, die war zu matschig, ja, damit sie nicht richtig kämpfen können. Aber die haben aus ihren Fehlern nicht gelernt. Sie wussten, dass die Muslime damals, diese Sahaba und die Tabi'in, die da auch, das waren ja nicht nur Sahaba, radiallahu anhum, da macht nichts Halt vor denen. Also kam es zu einem Kampf und Umar, radiallahu anhum, sagte, passt auf, die haben nichts mehr zu verlieren, diese Leute. Die haben nichts mehr zu verlieren. Was heißt das? Das heißt, das sind Kamikaze-Leute. Die werden vielleicht sogar nachts, wo kein normaler Mensch mit Menschenverstand, es gibt kein Licht, angreift, das werden die trotzdem tun. Weil das ist aus vorbei jetzt, die haben verloren. Also sagen sie sich, nach mir die Sintflut. Und tatsächlich, die Muslime waren dann auf der Lauer. Was bedeutet das? Das heißt, die Armee darf nicht schlafen. Das heißt, normalerweise, damals weiß man, okay, nachts ist Ruhe. Kein normaler Mensch greift nachts an, weil er selbst wird darunter leiden. Das heißt, nachts können die Soldaten schlafen, sich hinlegen, mal sich gemütlich machen und so weiter und so fort. Aber wenn es heißt 24-Stunden-Dienst, dann heißt es, Achtung, aufpassen, 24 Stunden lang. Also haben sie das getan und tatsächlich haben sie nachts angegriffen. Ja, aber die Muslime waren bereit. Und sie haben sie bekämpft, so sehr, dass sie flüchten mussten, diese Römer, wo es schlammig war. Ja, ausgerutscht, hingefallen und zack, waren sie tot. Als das dann fertig war, schickte der Kaiser wieder Armeen. Also der will einfach nur die Muslime vernichten. Und der schickt da, und ihr seht, der hat unzählige Männer. Soldaten am laufenden Band schickt er. Das ist ein Riesenreich, dieses Römische Reich. Er schickt also nochmal zwei Armeen
Und diese Armeen sollten angreifen und die Muslime haben sich dann wieder aufgeteilt. Abu Ubaidah, radiallahu anh, Ibn al-Jarrah, hat ein Teil und Khalid ibn al-Walid hat ein Teil. Jeweils, also die Armee, die muslimische Armee war jetzt auch aufgeteilt. In Damaskus waren einige, ja, Yazid ist ja dort geblieben, nicht er alleine, mit seiner Truppe natürlich. Das heißt, die 30.000, die hinausgezogen sind, die sind ja nicht mehr zusammen jetzt. Sondern ein Teil ist hier, ein Teil ist da. Abu Ubaidah und Khalid, radiallahu anhuma, machten ungefähr 16.000 Mann aus. Der Rest der Muslime war verteilt in diesem Gebiet, Orient, also Großsyrien. Also haben sie sich aufgeteilt, Abu Ubaidah 8.000, Khalid ibn Walid 8.000 und jetzt hieß es, gegen diese Römer zu kämpfen. Einer der beiden Armeen stand dann tatsächlich da und wollte gegen die Muslime kämpfen. Das war ja seine Aufgabe, ja, der soll ja die Muslime bekämpfen. Der andere hat sich gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes, was die Muslime jetzt nie im Leben denken würden. Ich gehe mit meiner Armee nach Damaskus, weil in Damaskus haben sie ja, die Muslime haben Yazid, radiallahu anh, Ibn Abi Sufyan gelassen. Und, und die Muslime sind ja dann weiter, die Armee. Also hat Yazid nicht so viele Leute, also kann er Damaskus angreifen. Was hat er also getan? Er kam mit einer Armee, hat nicht Rast gemacht. Was heißt das? Das heißt, wenn man mit einer Armee kommt, es wurden nicht die Zelte aufgeschlagen, es wurde nicht Feuer gemacht und so weiter und so fort, sondern die waren bereit. Er hat ihnen gesagt, Jungs, nachts gehen wir wieder zurück und zwar nach Damaskus. Warum? Weil die Muslime werden nicht damit rechnen. Die Muslime haben ihre Zelte aufgeschlagen. Bis die ihre Koffer gepackt haben, die Muslime, sind wir schon lange in Damaskus. Die werden uns nie im Leben überholen. Abu Ubaidah, sein Gegenpart, der römische Anführer, der ist ja geblieben. Also kam es zur Schlacht zwischen Abu Ubaidah, also die Armee von Abu Ubaidah, radiallahu anh, und den Römern. Khalid ibn al-Walid merkt da abends, wo ist denn die Armee hin? Die ziehen sich ja zurück. Und dann hat er aufgefordert, dass die Armee sofort bereit ist, nach Damaskus zu gehen. Das ist nicht nur ein Boxenstopp, also das ist also eine logistische Meisterleistung. Yazid hat das mitbekommen, es gab ja immer diese Späher, ja, diese Beobachter, die gucken dann und dann sagen sie die Nachrichten. Yazid, radiallahu anh, Ibn Abi Sufyan, hat das mitbekommen, ist raus mit seiner Truppe. Und auf einmal kommt dieser römische Anführer und auf einmal hinter ihm ist Khalid ibn al-Walid mit seiner Armee. Wie hat denn der das gemacht? Fliegen die oder was? Das heißt, er war jetzt zwischen beiden Armeen und sie haben ihn umgebracht, tot war er. Das heißt, dieser nächste Angriff ist schiefgelaufen. Dann ging es weiter, es geht jetzt darum, liebe Geschwister, Großsyrien, also die Städte, das ist Syrien, Libanon, Jordanien, Palästina, dieses Gebiet, das ist Großsyrien. Die wurden ja regiert von den Römern. Das heißt, dort gibt es immer noch die Gefahr. Das heißt, die Römer können von jeder Stadt aus angreifen. Das heißt, die Muslime können nicht sagen, okay, jetzt haben wir Damaskus eingenommen, Salamu alaikum, wir gehen nach Hause, nach Medina. Ja, da lauert doch in jeder anderen Stadt immer noch ein paar tausend Römer, die angreifen wollen. Was ist also die einzige Lösung? Es geht nicht anders. Diese Römer, diese Kämpfer verjagen. Es geht nicht anders, du kannst nicht Halt machen. Also sind sie in die nächsten Städte gegangen, die Muslime, um die Römer tatsächlich wegzudrängen und zu verjagen, sodass sie keine Gefahr mehr darstellen für die Muslime. Die nächste große Stadt war Hims. Und die Leute in Hims
Die haben ja mitbekommen, wer Khalid ibn al-Walid ist und wer Abu Ubaida ist und wer Al-Qa'qa ist und so weiter. Das haben die ja mitbekommen. Also haben sie gesagt, mach die Türen dicht und bleib dort, bis der Kaiser kommt mit seiner Armee. Und der Kaiser hat ihnen auch geschrieben, verschanzt euch und wartet ab. Bis ich komme mit der Armee, dann machen wir die platt. Und der Kaiser, der wird natürlich jetzt nicht nur mit 100.000 kommen, weil er weiß ganz genau, 100.000 gegen die Muslime haben verloren. Also muss er eine viel größere Armee mobilisieren. Und das dauert, bis du die Waffen hergestellt hast und bis du Proviant und bis du die Tiere geholt hast und aus den anderen Gebieten. Das dauert. Das war den Leuten aus Hems zu lange. Warum? Die Muslime waren da. Das heißt, kein Essen kommt mehr rein. Die wurden ja belagert. Das hat den Muslimen, den Römern damals, also den Leuten aus Hems, zu lange gedauert. Sie konnten nicht mehr, haben aufgegeben und gesagt, wir wollen auch ein Abkommen wie in Damaskus. Die Muslime haben gesagt, alles klar, kein Problem. Das bedeutet, ihr dürft Christen bleiben, eure Kirchen könnt ihr benutzen, euer Land bleibt euer Land, wir nehmen euch nichts weg. Das sind die Muslime. Welches Land, das irgendein anderes Land besetzt hat, ist so umgegangen? In der Kolonialzeit oder in den Kreuzzügen oder, gib mir mal ein Beispiel, bitteschön. Die Muslime kommen und sagen, hört mal zu, wir wollen nichts. Wir wollen euch nur sagen, es gibt einen Gott, subhanahu wa ta'ala. Dein Haus kannst du behalten, dein Leben kannst du weiterleben, aber finanzier bitte die Armee mit. Warum? Ja, du musst doch auch beschützt werden. Ist das nicht gerecht? Auf jeden Fall, Hems unterlag dann auch den Muslimen. Und so ging es weiter, mehrere Städte. Khalid ibn Walid sagte sich, es gibt nur eine Lösung. Ich muss zum Kaiser. Ansonsten von einer Stadt zur anderen Stadt, von einer Stadt. Derjenige, der die Fäden in der Hand hat, ist wer? Dieser Heraklios. Also ist er mit 8000 Mann hinter ihm her. Und dieser Herakl zieht sich zurück und zieht sich zurück und zieht sich zurück. Und Khalid ibn al-Walid, also wenn er auf dem Weg ist, er guckt, wo ist er, dieser Heraklios, in welchem Gebiet, weil der war ja an verschiedenen Gebieten in Großsyrien. Sobald er mitbekommt, dieser Kaiser ist da, dann geht er dorthin mit seinen 8000 Mann. Und dieser Kaiser hat gesagt, was ist denn das für einer, bitteschön. Also hat er sich zurückgezogen, bis er es aufgegeben hat. Warum hat das Khalid gemacht, radiallahu anh? Damit der Kaiser keine Zeit hat, sich zu formieren, keine Zeit hat, eine Taktik auszukügeln, wie die Muslime bekämpft werden können. Der hat gesagt, den darf ich gar nicht erst atmen lassen. Wie? Indem er immer die Koffer packt die ganze Zeit. Indem er immer gerade ist, abzuhauen. Als Umar radiallahu anh das mitbekommen hat, متى المغرب? يعني? دقيق. Als Umar radiallahu anh das mitbekommen hat, weil Khalid ibn al-Walid hat nicht mehr auf Befehle gewartet, weil es gibt, ist keine Zeit jetzt. Ich muss angreifen. Als Umar radiallahu anhu es mitbekommen hat, hat er gesagt, Khalid ibn al-Walid hat sich als Anführer behauptet. Weil er hat ihn ja abgesetzt als Anführer. Er sagte, das muss ich sagen, Khalid ibn al-Walid hat sich behauptet und Abu Bakr as-Siddiq hat mehr Menschenkenntnis als ich. Weil das mit 8000 Mann gegen das Römische Reich, was ist denn das? Und trotzdem kehrte der Kaiser zurück, bis er dann seinen Spruch gesagt hat, auf Nimmerwiedersehen, o Ascham, Großsyrien. Wir machen gleich, inshallah, nach dem Adhan weiter, bidnillah, nur noch wenige Punkte, bihaulillahi tabaraka wa ta'ala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wie gesagt, und dann gab es viele Städte in Großsyrien, die eben eingenommen wurden, weil es natürlich keinen Nachschub mehr gab vom Römischen Reich. Das Römische Reich hat diese Gebiete dann im Stich gelassen und so wurden diese Gebiete eingenommen in Form von Abkommen. Ja, also nicht kriegerisch, sondern in Form von Abkommen, sodass die Christen damals leben durften, weiterhin, dass ihre Kirchen nicht zerstört wurden, dass sie ihre religiösen Gottesdienste weiterhin ausüben konnten. Zum Beispiel Halab, ja, die Stadt Halab wurde auch eingenommen. Und Abu Ubaida radiallahu anh bat nur um eine Sache. Er sagte, gibt uns bitte nur ein Stück Land, wo wir eine Moschee gründen können. Punkt, das war's. Alles andere gehört euch. Wir wollen aber bitte schön eine Moschee haben. Und da waren sie auch einverstanden. Und das müssen wir lernen. Warum lernen wir islamische Geschichte? Weil viele leider nur von Orientalisten und Islamkritikern diese Seite des Islams lernen. Als ob die Muslime, die sind dann hin und haben da alle abgemetzelt und abgeschlachtet und so weiter. Und so war das überhaupt nicht. Ja, die Muslime waren sehr stark und deswegen, sobald sie angegriffen wurden, haben sie sich verteidigt. Und das führte zu Vergrößerung des Territoriums. Da sind sie aber nicht selbst dran schuld. Aber dass gesagt wird, die Muslime hätten die Nicht-Muslime unterdrückt, das ist überhaupt nicht richtig. Und inshallah ta'ala, bi'idhnillah, wenn Allah erlaubt, nach Ramadan werden wir dann eine letzte große Sache Umars radiallahu anh uns betrachten, und zwar die Einnahme was? Ja? Genau, von Al-Quds. Das war der Höhepunkt des Lebens des Kalifen, als Kalifen, ja, von Umar radiallahu anh, dass Al-Quds dann eingenommen wurde. Inshallah ta'ala, wenn Allah es erlaubt, werden wir darüber nach Ramadan sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, den diesjährigen Ramadan zu erreichen. Ja Rabbi, lass uns zu denjenigen gehören, den du vergibst in diesem Ramadan. Lass uns den Ramadan erleben und lasse uns den Ramadan fasten aus tiefem Glauben heraus und mit Hoffnung auf deine Belohnung. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.